So, jetzt schauen wir mal. Jetzt hoffen wir, dass das einigermaßen stabil läuft, dass uns nicht rausschmeißt. War jetzt sehr angenehm, dass er mal den Redo rausgeschmissen hat und nicht mich. Also, ich fange mal kurz an. Ich mache jetzt wirklich was Neues dazu, was du verändern kannst. Ausgangsbasis: Du, Geist, denkst dir jetzt erst einmal ein Theater aus mit einer Bühne. Auf der Bühne steht ein Tisch. Um den Tisch sitzen einige Menschen rum und dieselben Menschen sitzen im Zuschauerraum. Das ist jetzt rein der Beobachter, ein gefilterter Beobachter. Das heißt, sobald du dich in deinem Traum befindest, der unbewusste Zustand ist letztendlich, dass du alles aus deiner Ego-Perspektive erlebst. Du wirst alles, was du hörst, wirst du filtern und du wirst aus Worten, die irgendwelche anderen Menschen an dem Tisch sprechen, wirst du ganz zwanghaft Vorstellungen machen. Genau. Der Zuschauer wiederum kann das beobachten, filtert aber immer noch. Das heißt, dass die Zuschauer sich insoweit lösen, dass sie keine Ego-Perspektive haben, sind aber im Wertesystem aus den Worten machen sie dieselben Vorstellungen, je nachdem, welcher Zuschauer das ist. Mir geht es jetzt um den Sprung. Der eigentliche Geist ist jetzt hinter den Zuschauern und der schaut in die Köpfe der Zuschauer rein. Der sieht dann mehr oder weniger, dass wenn dieser Zuschauercharakter, der noch wertet, nicht vorhanden ist, dann sitzt du einfach nur auf der Bühne. Das ist der normale Mensch. Du wirst gleich merken, worauf ich hinaus will. Und jetzt mache ich einen Sprung in ein Videospiel. Das heißt, wenn du der Spieler bist, erlebst du, ob jetzt das eine VR-Brille ist oder ob du bloß das Pixelmännchen siehst, du magst ja diesen Spielercharakter, du spielst es. Und jetzt ist der Witz, dass du was verändern kannst, ohne was zu verändern. Das sind unsere zwei Seiten. Wie ist das zu verstehen? Du wirst jeden Moment mit einem Bild konfrontiert, mit einer Situation konfrontiert und du wirst darauf reagieren als Spieler. Das heißt, du machst eine Eingabe an dem Joystick. Wir denken uns ganz normal jemanden, der jetzt spielt. Und ich habe zigfach schon erklärt, dass dieser Spieler, der den Joystick in der Hand hat, ist eigentlich das blaue Ich. Dieses Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm, das jetzt in einer erweiterten Vorstellung auf auftauchende Informationen, wenn du jetzt der Geist bist, der Computer bist, wie ich das nenne, reagierst du zwanghaft auf auftauchende Reaktionen und das ändert diese, deine Reaktion auf das Bestehende, verändert ständig deine Information. Von Moment zu Moment, Augenblick zu Augenblick. Das heißt, es scheint sich deine Information dadurch zu verändern, dass du reagierst. Aber da die Art und Weise, wie du reagierst, ein Programm ist, veränderst du nichts am Wesentlichen, nichts am Programm. Das musst du auf dir wirken lassen. Das heißt, diese Veränderungen, die du kannst, ich kann jetzt den Kopf nach rechts drehen, nach links drehen, ich kann in ein anderes Zimmer gehen, ich kann mich ins Auto setzen, woanders hinfahren, aber alles, was du machst, ist programmgesteuert. Du hast keinen Einfluss drauf. Du musst erst einmal dir klar machen, dass du als Geist, der sich letztendlich alles ausdenkt, was ich so reduziere, dass ich sage, du musst vollkommen akzeptiert haben, dass du ein träumender Geist bist, dass du letztendlich alles, was du träumst, erschaffst und dass alles, was du träumst, aus dir kommt. Da gibt es kein Vorher und kein Nachher, es gibt das Kontinuum, ich sage immer das Internet, wo Bilder auftauchen, um da mal nochmal genauer drauf einzugehen. Du kannst dann mal ein kleines Experiment machen. Du machst die Wikipedia-Seite auf. Dein intellektuelles Wissen sagt dir jetzt folgendes: Wikipedia ist irgendeine Internetseite, wo Tausende, Hunderttausende von Seiten drauf sind, ein Lexikon. Was man jetzt wissen sollte, dass hier dieses Wikipedia, das ich mir jetzt ganz bewusst ausdenke, ist folgendermaßen aufgebaut, dass da eine Community gibt und die ständig diese Einträge erweitern. Der Witz ist, diese Community gibt es also in Deutschland, die machen die deutschen Wikipedia-Seiten, die gibt es in England, die gibt es in Frankreich und jetzt kannst du ja eine Unmenge von Ländern aufzählen, also Sprachen aufzählen, die ihre eigenen Wikipedia-Seiten haben. Du kannst jetzt zum Beispiel hier, wenn du einen Allgemeinbegriff machst, zum Beispiel New York oder Deutschland, auf Wikipedia eingeben und dann hast du links im Wikipedia eine Spalte, wo du auf verschiedene andere Wikipedias umschalten kannst. Zum Beispiel auf das Französische, auf das Amerikanische, auf das Israelische kannst du umschalten und dann kriegst du den Eintrag Deutschland mit den israelischen Einträgen oder mit den französischen Einträgen, was schon sehr interessant ist. Und dann gibst du mal zum Beispiel Jerusalem ein. Und wenn du Jerusalem eingibst und schaust es in Deutschland an, hast du einen gewissen Eintrag. Der ist ziemlich synchron mit dem Amerikanischen. Ich rede hier nicht von Verschwörungstheorien. Und dann schalte mal um auf eine arabische Internetseite.
Und dann wird das erste schon aufhören, sobald du Jerusalem auf Arabisch umschalten willst. Du kannst jetzt zum Beispiel Deutschland auf Arabisch in der Regel umschalten. Das sind die ganzen Länder da mit den Schriftarten. Bei Jerusalem hast du das eigentlich schon einmal stehen. Das musst du dann schon einen Trick machen. Du musst eine andere Sprache wählen, dass du in das israelische, in das arabische Internet kommst. Und dann rufst du das arabische Internet über Jerusalem auf. Und dann hast du es natürlich auf Arabisch und dann gehst du einfach auf den Google-Übersetzer mal ganz grob und du wirst feststellen, dass du ein komplett anderes Jerusalem mit einer komplett anderen Einstellung beschrieben wird, wie in dem deutschen und in dem amerikanischen Internet. Du wirst hier mit unheimlich vielen Perspektiven, wenn du spielst, konfrontiert. Ich nenne das immer alternative Fakten. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, das haben wir tausendmal erzählt. Und ein alternatives Faktum ist einfach nur eine andere Interpretation von dem Wort Jerusalem. Für den, der das so oder so oder so interpretiert oder nachplappert, ist das, was er nachplappert, was er denkt, das Faktum. Ich sage immer wieder, das eigentliche Faktum ist, dass du hier und jetzt ständig Informationen als träumender Geist zu erleben bekommst, auf die du von Moment zu Moment reagierst und dadurch deine eigene Information veränderst. Man muss sich sehr intensiv mit Holofeeling beschäftigt haben. Ich rede hier von dem, was hundertprozentig sicher ist. Es gibt kein Vorher, kein Nachher. Es gibt die Einheit, die sich Internet nennt. Und es gibt Bilder, die du aus dir rausholst. Du hast jetzt die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel träumst, das habe ich so oft gesagt, und du gehst im Traum und du weißt nicht, dass du träumst. Du verwechselst dich mit der Figur. Das ist dein Normalzustand. Du gehst ans Internet, dann wirst du ganz bestimmte Seiten aufrufen. Und dir muss klar sein, dass du unendlich mehr Seiten aufrufen kannst, die letzten Endes, wenn du träumst, nicht von außen kommen. Das sind ja diese, wenn wir 8 Seiten haben, haben wir ja nochmal 8, wo ich sage, ist in dir noch der Glauben, dass Schallwellen oder Lichtwellen von außen in dich eindringen und das Internet von außen kommt? Dann wäre es ein Außernet, eine äußere Sonne. Oder ist es wirklich, wenn ich träume, kommt es aus mir, aus dieser großen Einheit, ich nenne das ja Gott, aus mir selber. Dieses El Hayyun. Diese Energie, die weder vermehrt noch vernichtet wird, die bleibt immer gleich unter 200 Gramm rote Gnede, verändert nur die Oberfläche. Jetzt komme ich zu dem Videospiel zurück. Das heißt, wenn du spielst, veränderst du ständig deine Informationen wie im normalen Leben. Bloß, dass dir jetzt bewusst ist, dass du mit dem Joystick irgendwie reagierst. Du veränderst aber nichts am Wesentlichen, nämlich an dem Programm und auch nicht an deinem eigenen Konstruktwert- und Interpretationsprogramm. Das ist ein Riesenkomplex und mit Holofeeling fängst du an, den zu untersuchen. Jetzt ist es also so, dass ich die Reaktionen nochmal reduziere, einfach nur auf Worte. Das heißt, dass wenn Worte in dir auftauchen, wirst du auf diese Worte reagieren. Das spreche ich immer wieder an. Ob du die jetzt hörst oder ob du die geschrieben vor dir auf der VR-Brille siehst, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Du wirst aus Worten ganz bestimmte Vorstellungen dich umformen, deine Informationen umformen. Erinnere dich, wie oft ich in Selbstgesprächen dieses simple Beispiel habe, dass man sagt, wir nehmen einfach ein Blatt Papier, wo jetzt irgendwelche Persönlichkeiten draufstehen, irgendwelche dir bekannte Politiker draufstehen, die du ja nur vom Hörensagen kennst. Auch die Persönlichkeiten kennst du nur vom Hörensagen. Anerzogenes Wissen ist Schwamminhalt. Und du wirst zwanghaft mit deinem ganz persönlichen Intellekt, wirst du aufgrund von irgendwelchen Politikernamen dir Menschen vorstellen, ich benutze einfach mal das normale Wort Mensch und du wirst denen einen gewissen Charakter zusprechen, obwohl du die noch nie gesehen und irgendwie gesprochen hast jetzt in der Normalität. Und die werden dann für dich so sein, wie du glaubst, dass sie sind. Und einer mit einem anderen Programm, mit einer anderen Einstellung, ich sage jetzt bloß wieder Merkel oder Trump oder Putin, wird nachgeplapperterweise sich mit demselben Namen einen ganz anderen Charakter vorstellen. Und du lebst als normaler Mensch in diesem unendlichen Wahn zu glauben, dass der Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, so ist und alle anderen, die in dir auftauchen und was anders behaupten, die haben keine Ahnung. Egal, um was es geht. Wir können jetzt für den Charakter, für den Menschen auch irgendeine Gruppierung nehmen, die du beurteilst, die du dir ausdenkst, mit der du nichts zu tun hast. Ob jetzt das Buddhismus ist oder Hinduismus, es ist so ein Wischiwaschi-Wissen, was die Leute eigentlich glauben. Für dich werden die das glauben, was du denkst, dass sie glauben. Es gibt für alles, was du denkst, ein einfacher Satz, egal was du denkst, es existiert hier und jetzt in deinem Kopf, weil du es denkst und es ist genauso, wie du es denkst. Egal an was du denkst. Und jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken.
Und jetzt kommen wir eigentlich, was du verändern könntest. Du könntest das Wertesystem als Ding an sich verändern. Das heißt, wirklich elementar veränderst du was, wenn du dein Glauben, deinem Programm veränderst. Das heißt, das Programm selber kannst du aber als Figur nicht mehr verändern, weil ein Pixelmännchen kommt nicht an die Datei nach unten. Der vom Computer sitzt als Figur kommt auch nicht an diese Datei, von der ich jetzt rede. Da musst du wirklich dann begreifen, was du bist und was die Ursache ist, dass du das erlebst, was du zurzeit erlebst. Und dazu brauchst du die Vordersprache. Jetzt ist mir aber wichtig, dass ich immer wieder sage mit dem Verändern. Verändern ist nicht, dass du von der einen Seite in die andere springst. Es ist der Zwang, du wirst merken, dein Programm schreibt dir vor, wenn du krank bist, wirst du gesund sein. Wenn du arm bist, wirst du reich sein. Wenn du unglücklich bist, wirst du glücklich sein. Und dann hast du das Prinzip überhaupt noch nicht verstanden. Das heißt, es muss dir zuerst einmal bewusst werden, in einer Selbstbeobachtung deines Programms, dass du ständig einseitige Ziele anstrebst. Und dann ist wichtig, dass du, wenn du auf der Seite bist, diese Energie benutzt. Mein wunderschönes Beispiel ist immer wieder, ich jetzt erschaffe jetzt was, was die ganze Zeit nicht da war. Du denkst dich jetzt als Mensch aus, der vom Computer sitzt, und jetzt schaust du einfach mal nach oben die Zimmerdecke an, die Ecke, die geöffnete Ecke an. Du schaust in diese D-Ecke rein und dann wirst du feststellen, wenn du normal nach oben schaust, ist in dir nur die Information oben. Und dann muss dir klar sein, dass du dich, wenn du dir jetzt Gedanken machst mit deiner Normalität, dich nach unten setzt. Ich bin dann unten, weil ich ja nach oben schaue. Dass aber hinter dir ein Komplementär ist, nämlich unten, dass du genau genommen gar nicht unten bist, sondern da du ja auch dich umdrehen kannst und nach unten schauen kannst. Dasselbe gilt für vor dir und hinter dir. Ich habe schon gesagt, du hast immer eine Vorstellung, wenn du dir was ausdenkst. Alles, was du dir ausdenkst, sind Vorstellungen und diese Vorstellung kannst du auch hinter dir denken. Es bleibt aber eine Vorstellung. Das heißt, wenn du jetzt den Monitor anschaust, hast du ein hinter dir, das nur zu existieren beginnt für dich, wenn du dran denkst. Und das, was du dir jetzt denkst, was hinter dir ist, ist eine Vorstellung, weil du ja immer nur in den Spiegel reinschaust, was du dir nach hinten denkst. Die Vorstellung, was hinter dir ist. Und jetzt wirst du langsam mittig. Durch dieses Prinzip begreifst du, dasselbe haben wir mit gesund und krank, dass wenn eine Seite da ist, von den 16 Seiten hast du immer nur eine Seite, egal um was es geht. Und ich will mich nicht an die 16 Seiten ausufern, sondern dass dir zuerst einmal das bewusst wird und dass das Ziel nicht die Gegenseite ist, der Wechsel von Krankheit in die Gesundheit, sondern dein Ziel sollte ab jetzt die Heiligkeit sein. Und jetzt ist es natürlich ganz interessant, dass dieses Ziel für dich gar nicht zu erreichen ist, weil du schon dort bist. Das ist immer, wie ich sage, nenne das auch das ewige Hier und Jetzt. Und es ist dir so leicht, wenn du Bewusstsein bist, dieses reine Bewusstsein, dass alles immer, wenn es ist, hier und jetzt in dir drin ist. Genau. Und das löst dich von dieser Identifikation mit dem Körper. Es kann immer nur hier sein und jetzt sein. Das ist, was ich jetzt gesagt habe mit der Zeitdilatation. Pass auf, ich mache mal die physikalischen Bilder. Die physikalischen Bilder sind so fehlerhaft. Wir denken uns jetzt ganz einfach einmal hier unser heliozentrisches Weltbild. Die erste Vorstellung ist, wir haben die Sonne in der Mitte, schaut den kleinen Udo unten an und da kreisen die Planeten drumherum. Das ist einmal so die Standardvorstellung. Jetzt haben wir da natürlich gewisse Massegesetze und jetzt fangen wir an, indem man ein Wissen hat von Kepler, kommt das erste große Problem, dass die ja gar nicht in ringförmigen Schalen um die Sonne rumreisen, sondern in Ellipsen. Da kommt jetzt schon Raumzeit dazu mit der Beschleunigung, wenn ich die Ellipse mache, dass der hier schneller wird. Jetzt müsste man einfach sich mit Physik auseinandersetzen. Wenn ich jetzt einen Planeten, der um die Sonne sich herumdreht, wenn ich das jetzt hier spiele, dann stelle ich fest, da ist schon eine relativ komplexe Formel im Hintergrund. Mit diesen Beschleunigungen, wenn er weiter weg ist, wird er langsamer. Durch diese Anziehung von den Massen. Das wird noch wesentlich komplexer, wenn ich weiß, dass das ganze Spiel sich aber auch die anderen Planeten mit einmischen, die ja auch mit Masseanziehungen aufeinander wirken. Das ist, solange ich jetzt einen Punkt habe und ich lasse den rumkreisen, ist es gut, dann kann ich den Planeten als Ellipse mir denken. Das ist, wenn du jetzt einfach das Keplersche Gesetz anschaust, da wird immer bloß ein Planet betrachtet, wie der die Ellipse aufbaut und warum der immer in der Nähe dann schneller wird und dann rumgezogen wird und dann wieder weiterzieht, wenn man
das in der Physik studiert hat. Da betrachtet man aber nur die Sonne mit einem Planeten. Es sind aber die anderen ja im selben Moment angeblich trotzdem da. Das ist bei Udo Feeling schon weg, die ja auch nochmal mit drauf einwirken. Wenn ich jetzt aber noch zusätzlich weiß, dass sich das auch nicht um die Sonne herumdreht, weil die Sonne sich ja auch bewegt, um das Zentrum angeblich, es ist ja nur Vorstellungen, zeig's mir. Es ist ja nur ein absolutes Sackgasse, wo sich die Naturwissenschaft hineingedacht hat in dieses Wissen. Dass die Sonne sich auch noch bewegt und die Planeten dann ja gar nicht sich in diesem System um die Sonne herumdrehen können, aber wenn die Sonne sich bewegt, dann gibt es so Spiralen, da gibt es Videos. Und wie komplex das Ganze ist, da verweise ich jetzt auf einen Film. Ich habe den Namen von dem Film nicht, den kannst du dir jetzt raussuchen, mach dir etwas Mühe. Das Einzige, was ich noch weiß, du gehst auf die Internetseite von Kevin Costner, also Wikipedia, und dann ist ja die Filmografie. Und der hat einen Film gemacht, da geht es um die NASA, die hat ein dunkelhaariges Rechengenie eingestellt. Und zwar, wie die Mondlandung berechnet haben, geht es dasselbe Prinzip statt Planet, wenn die Raumfähre hochfliegt, muss die jetzt erst einmal in die Umlaufbahn des Mondes. Und diese Berechnungen waren so unendlich komplex, angeblich in dieser Geschichte, die man jetzt aus dem Internet herausholen kann. Und da war hier, die hatten ja damals noch fast keine Computer, und da waren, die mussten das alles mit der Hand berechnen. Und da war ein Riesenstab von Leuten, die Berechnungen gemacht haben. Da war eine Negerin und damals noch die Rassendiskriminierung. Ich weiß jetzt nicht, wie der Film war, den kannst du ausfindig machen. Da wird genau auf diese Geschichte eingegangen, wie komplex das ist, nur zu berechnen, ohne Computer, diese Phänomene, die hier auftreten. Und das sind Sandkassen, wo immer mehr zerdacht werden, jetzt in der neuen Physik, wenn man hier reinstellen. Mit den Strings und all dem ganzen Zeug. Das Hauptproblem ist der Bruch des zweiten Gebotes. Darum sage ich immer wieder, Einstein hat eigentlich mit der speziellen Relativitätstheorie in der Formel alles erkannt. Und alles andere ist jetzt extrem zerdacht. Die mit Raum und Zeit. Es ist Traum und ewiges Jetzt. Und alles, was im Traum passiert, passiert hier. Und wenn jetzt wieder einer sagt, so einfach kann man sich das nicht machen, wenn dein Programm so reagiert, dann sage ich, wer bestimmt jetzt das? Es wird für dich immer so sein, wie du glaubst, dass es ist, dann mach es dir weiter komplex. Du musst nichts tun, du musst eigentlich nur träumen. Was muss der träumende Geist eigentlich tun, dass er träumt? Es passiert, wie alles passiert. Und jetzt pass auf die Schwierigkeit und jetzt machen wir ein kleines Beispiel, Urknall. Urknall stellen wir uns jetzt ein unendlich großes Nichts vor, dreidimensional, mit einem unendlich großen Nichtspunkt in der Mitte, in dem sich alles befindet, was sich dann in das Drumherum ausbreitet, das ja laut der physikalischen Urknall diese Raum und Zeit noch gar nicht existieren, bevor der Knall geknallt hat. Und dann denkt man sich jetzt in die Vergangenheit und jetzt lassen wir mal diese Vergangenheit statisch im Jetzt stehen. Der Urknall explodiert, dann dehnt sich das Drumherum aus. Und mach einfach einmal, wir haben einen Sternwerfer, der zum Spratzeln anfängt. Ich sage jetzt ganz bewusst das Wort Spratzeln. Da spritzen jetzt die Funken raus, die sich verstreuen in Raum und Zeit, dadurch natürlich immer finsterer werden, wenn sie den Mittelpunkt verlassen. Und irgendwann, sagen Physiker, weil sie so gelernt haben in der Schule, wird es wieder zurück, sich umkehren und wieder zurückfallen in diesen Urzustand, in den Urknall. Das ist wie Aufblasen eines Luftballons. Denk an mein Beispiel, der Luftballon mit den Funken drauf. Ist jetzt nur gespiegelt und dann fällt er wieder in sich zusammen. Das wird irgendwann einmal in der Zukunft, wird es wieder implodieren in den Urknall, der angeblich in der Vergangenheit ist. Und wenn ich weiß, dass es keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt, das heißt, hier ist es explodiert, wenn ich mir das dreidimensional ausdenke, kann ich mir das schon einmal in die Zeitachse verschieben, sondern ich dehne jetzt um den Punkt herum die Zeit aus und dann lasse ich das wieder in den Punkt zurück implodieren. Okay? Das heißt, dass der Urknall, der in der Vergangenheit war, aus dem alles entsprungen ist, in der Zukunft wieder in diesen Punkt alles hineinfallen wird. Jetzt denke ich mir aber den Ausgangspunkt in die Vergangenheit oder ich denke mir in die Zukunft, der ist aber hier und jetzt. Dann habe ich das wie eine atmende Kugel. KGL heißt aber wie eine Welle. Und eine atmende Welle ist das, wenn ich Raum- und Zeitachse wegmache. Ja, ja. Jetzt ist aber das Interessante, bei unserer Sternwerfer habe ich ja gesagt, die spritzen raus. Und umso weiter die den Mittelpunkt verlassen, umso weniger, umso dunkler werden die, zerspringen dann immer mehr, bis sie sich komplett aufgelöst haben. Und jetzt musst du begreifen, dass das Alles und das Nichts, dieser Anfang und das Ende, letztendlich dasselbe ist. Das sind immer die zwei Enden, die in einem Punkt zusammenfallen. Weil alles, was sich widerspricht, L und Le,
letztendlich dasselbe sind. Das bist du. Jeden Gedanken, den du dir ausdenkst, kommt aus dir und geht wieder in dich zurück, sobald du den nächsten Gedanken denkst. Und da du einseitig bist, wie gesagt, das ist nicht so, vorher, nachher, und jetzt können wir das dann noch drehen in dieser Achse und dann kriegst du diese Vakuumfluktuation, wie das die Physiker nennen, das immer zu einem Teilchen, ein Antiteilchen gehört. Ja. Zu der Materie, die Antimaterie, zu der weißen Materie, die schwarze Materie, wo jetzt wieder welche sagen, es gibt ja eigentlich gar keine schwarze Materie, dass ihre Formen wieder hinbiegen können und immer wieder mit Renormierungen und Berechnungen, das sind Wahnsinnige, wie der Redo immer sagt. Das ist unendlich einfach. Jedes Wort, das ich jetzt spreche, jedes Wort, das du hörst, hörst du jetzt. Jetzt ist natürlich das Wort schon wieder, denk an mein Beispiel mit Wassermelone, wenn wir das hinschreiben, dass das Wort auch wieder eine Reihe von Buchstaben ist und jedes dieser Geräusche, dieser Mundumformungen passiert jetzt. Das heißt, was ich mit dem Mund an Geräuschen jetzt erzeuge, ist wie die 200 Gramm rote Knete, die ich ständig umforme. Ich bin jetzt sehr, sehr vereinfachend. Und was jetzt natürlich interessant ist, jedes Wort wird jetzt aufgenommen und es wird jetzt angehört. Und ich muss immer wieder sagen, wie unendlich geistlos ist eigentlich jemand, der das nicht akzeptiert. Egal, wo du dir das räumlich irgendetwas, was du jetzt denkst, egal, wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst, es ist hier und es ist jetzt. Nicht einmal in dem blauen Kopf, wo der Redo jetzt auf dem Pixelkopf drauf gemacht hat, sondern die Köpfe sind auch in deinem Kopf. Das ist der rote Kopf, das muss man verstanden haben. Und das ist das Interessante, das ist hundertprozentig sicher sofort überprüfbar. Jetzt hat natürlich all diese verschrobene Physik natürlich auch einen symbolischen Sinn. Wie alles einen Sinn hat, was mir wichtig ist, wenn ich mal eine Frage mit der Fahrersprache, diese Spielereien, die wir zurzeit machen, ist der erste Ansatz, dass du ein Gefühl kriegst, dass alles, was da ist, einen tiefen, tiefen Sinn hat. Und dass da genauso, wie ich immer wieder sage, wie ein Computer funktioniert. Und dieser Computer ist das Symbol für dich selbst, der Rechnungsführer, Mechshev, wie ich das immer nenne. Mechsheva, die Gedanken, aus denen die aus dem Rechnungsführer entspringen. Das ist der Computer mit seiner Ausgabe, mit seinem Output an visuellen und Audio-Wiedergaben, die du natürlich immer dir in gewissen Art und Weisen raumzeitlich vorstellst, die aber letztendlich gleich sind, wenn du jetzt, hier und jetzt gleich, gall ich, wenn von dir selbst sind. Egal welche Form eine Welle hat, sie ist letzten Endes nur Wasser, rotes Wasser. Und das hast du in der ganzen Symbolik, ob du dir jetzt eine Erdkugel denkst, mit Meer, wo Wasser verdunstet, Wolken draus werden, abregnet durch die Reinigung der Erde, ist es eigentlich die Reinigung deines erweckten Wissens. Immer dran denken, die Reinigung, haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können die Berechnungen einigen, das heißt reinigen. Einigen. Wir können in den roten Kopf alles einigen. Wieder eins machen. Das ist reinigen. Dazu musst du anfangen, zum Beispiel hier eine große Verneinung durchzuführen. Eine Verneinung. Alles, was in der Ferne ist, musst du wieder eins machen in dir selber. Das ist göttliche Vordersprache. Und da das mit allen Worten funktioniert, ist es kein Zufall. Du musst bloß irgendwann einmal auf diese göttlichen Sounds hören und genau hinhören. Das ist eigentlich das, was hier wichtig ist. Mach mal, ich kriege gerade einen Anruf, den schalte ich dazu. Und da brauche ich die Neugier und ich sage immer wieder, Geist zeigt sich letzten Endes durch Neugier. Nicht durch Rechthaberei und Einseitigkeit. Du musst eine feine Antenne bekommen, wenn du anfängst in irgendeiner Art und Weise, guten Tag, Lockenkopf, du musst eine feine Antenne bekommen, wenn du dich selber beobachtest, wie oft du einseitig bist, wie oft du abstürzt, immer wieder Einseitigkeiten anstrebst. Und ich betone doch immer und immer wieder gebetsmühlenhaft, versuch dir das nicht abzugewöhnen. Dann bist du nämlich wieder ein blindes Arschloch. Das ist eine tiefe Metapher. Können wir jetzt übrigens auch schön auffächern. Was mir wichtig ist, dass du das sofort überbrückst, wenn du diese Metapher, wo ich sage, du bist ein Schauspieler auf einer Bühne und du spielst deine Rolle, die du zu spielen hast,
Du sollst nicht, wenn du ein Mörder bist, in ein Theaterstück kein Mörder mehr sein. Du sollst begreifen, dass diese Figur, die Rolle, die du spielst, ist eine Figur in deinem eigenen Traum, die du träumst. Und Holofeeling heißt das Gefühl, alles zu sein. Du bist der Polizist und du bist der Mörder. Du bist alle anderen, die du dir ausdenkst. Das ist das, was du einen anderen tust, tust du immer dir selber. Und jetzt möchte ich ganz, ganz kurz hier mal, wartet mal, so eine Kleinigkeit. Dann muss ich jetzt, muss schnell was aufmachen. Ich hoffe, das ist noch da. Einen kleinen Auszug aus Ich bin du. Ich tue meinen Bildschirm übertragen. Habt ihr einen Bildschirm? Jo. Ja. Das ist so ganz, ganz, ich fange mal gleich an hier, das lesen wir jetzt mal. Das ist, Entschuldigung, aus Du bist ich aus dem zweiten Buch. Wenn du ein Verstehender geworden bist, wird deine Synthese mit Ich bin du die Erkenntnis sein, dass ein wirklicher Gott nicht existieren kann. Das, der wirkliche Gott ist der verbindende Parameter für alles. Ja. Jetzt könnte ich wieder sagen, du bist der verbindende Parameter zumindest für alles, was du dir jetzt ausdenkst. Alles, was von dir ausgedacht wird, was du träumst, gibt es nicht in einer existierenden Form, wenn du es nicht denkst oder wenn du es nicht träumst. Das gilt auch für all deine sinnlich wahrgenommenen Informationen. Okay? Mhm. Verwende ich diese Aussage. Ich behaupte die ganze Zeit, Gott zu sein und nun dies. Aber ganz am Anfang sage ich zuerst einmal, ich bin du. Ich bin die göttliche Divinität. Ich bin alles und nichts. Das teilt sich, dieses nicht denkbare Nichts. Und das ist jetzt immer wieder wichtig, dieser Satz. Kann ich an etwas denken, ohne an etwas zu denken? Ich kann etwas einen Namen geben, wo ich ganz genau weiß, dass es nicht existieren kann, zum Beispiel nichts. Mhm. Nichts kann nicht existieren. Gott ist ein absolutes Nichts. Aber sobald ich mir ein absolutes Nichts denke, gehört ein Komplementär dazu, nämlich alles. Ja, genau. Ich sage immer, das Immerseiende, das ich mir jetzt ausdenke, existiert ja nur, solange ich an etwas Immerseiendes denke. Eine Ewigkeit, die ich mir jetzt denke, das Wort Ewigkeit gilt dasselbe für das Wort Ewigkeit, existiert nur, wenn ich an das Wort Ewigkeit denke. Dasselbe gilt für Ewigkeit als Ding an sich. Ewigkeit existiert, solange ich das Wort Ewigkeit denke. Aber bedeutet Ewigkeit nicht ewig? Okay, das lateinische Exitus bedeutet herausgehen, auch auftauchen als lateinisch. Und dies ist auch die eigentliche Wurzel des Wortes Existenz. Da ich alles bin, die 200 Gramm rote Knete, kann ich nicht selbst aus mir heraustreten. Ich müsste mich ja dann teilen und wäre dadurch auch nicht mehr einzigartig. Ich kann also logischerweise nicht existieren. Das Meer als Ding an sich kann nicht existieren. Es können nur auf der Oberfläche Wellen existieren. Die Wellen wiederum sind aber genau genommen eigentlich heilig, weil plus und minus 5 ist 0. Ja. Ohne das Heilige an mir zu töten. Das heißt, in dem Moment, wo du zum Träumen anfängst, ändert die 200 Gramm rote Knete, der rote Kopf, ständig seine Information, ohne dass er sich selber dabei verändert. Ich sage, du bist dein ganzes Leben derselbe Geist, der dieses Leben, alles, was du in einem Leben erlebst, sind ständig wechselnde Informationen im Hier und Jetzt, die an dem, der es erlebt, überhaupt nichts verändern. Genau. Ich habe dich nach meinem Ebenbild, die Ebene im Kind, die Energie E-Quadrat des Sohns im Kind, geschaffen. Das ist jetzt sehr interessant, weil wenn du an dich denkst, bist du auch ein Kind von dir selber in dir selber. Genau. Wenn wir jetzt Rot-Blau gleichzeitig machen. Das Bi-Ilet heißt auch, in mir ist eine Lichtöffnung. Und das ist das Gebären, und das Gebären hat die Grundradix-Geber, und das ist wieder die männliche Potenz. Und jetzt haben wir schon diese geistige Logik erschafft, Affen. Das sind Affinitäten, Spiegelungen. Es beginnt schon, wenn du an dich denkst. Da ist schon eine Affinität da. Einer, der an sich denkt. Einer vorm Spiegel und einer hinterm Spiegel. Aber eigentlich bist du der Kopf des Schöpfergottes, der Spiegel selbst, der Erste. Erst, wenn du zu meinem Ebenbild ausgewachsen und zu einer Holofeeling-Seele geworden bist, wirst du dein wirkliches Wesen als Ganzes und damit auch mich, das müsste jetzt JCH sein, erfassen können. Das ist der vom Bücherregal.
Hast du vergessen, ich bin du? Das heißt, sobald du ein Ich bin bist, hast du ein Buch in der Hand, ein Leben, das du durchlebst. Wenn du das JCH bist, stehst du vor dem Bücherregal. Genau. Aber was mir wichtig ist, kommt jetzt erst. In diesem Moment bin ich nur ein Spiegel, der deinen derzeitigen Charakter reflektiert. Und ich zeige dir das jetzt ganz bewusst. Jeder Mensch, habe ich im letzten Selbstgespräch gesagt, der in dir auftaucht, ist ein Spiegelbild von dir selber. Alles, was du an anderen vorwirfst, wirfst du dir selber vor. Sobald du mit einem streitest, bist du ein einseitiger Rechthaber, der es mit einem einseitigen Rechthaber zu tun hat. Sobald du mit jemandem Krieg führst, bist du der, den du bekämpfst und der, der angreift. Jetzt pass auf, diese Sätze sind jetzt wichtig. Wohlgemerkt, es ist immer noch dieser Du bist ich gerade an dem Bezug auf das Buch. Das Buch fragt dich jetzt, dass du dir ausdenkst. Der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, fragt dich, was siehst du in mir? Wenn du hinter diesen Zahlen einen arroganten Besserwisser vermutest, bist du selbst ein arroganter Besserwisser. Das ist immer, wenn ich als Udo zum Beispiel sage, ich weiß jetzt ganz genau, wenn hier ein Redo oder eine Diana an den Udo denkt und noch einige anderen, dann haben die einen ganz gewissen Charakter. Denk an das Anfang des Gespräches, wo ich ganz klipp und klar gesagt habe, hier mit dem Politikernamen. Du baust jetzt deine Beschäftigung, der Unterschied besteht darin, dass du mit dem persönlich und mit dem Werk sehr, sehr viel dich auseinandergesetzt hast und nicht einfach bloß irgendeine einseitige Informationsquelle aus Medien und Basien rezitierst geistlos. Wenn du zum Beispiel die Bild-Zeitung liest, ist Putin der größte Verbrecher, der überhaupt existiert auf der Welt. Weil das überhaupt nicht deine Meinung ist, aber du blabberst immer noch. Wer keine Schuld hat, werfe den ersten Stein. Was du für Scheißdreck du aufnimmst am Vorbeigehen, beim Fernsehschauen und wenn du Zeitungen durchblätterst? Die vielen Sachen, die du unbewusst aufnimmst und trotzdem in dir verwirklichst? Wenn du dich von mir verbal angegriffen fühlst, bist du derjenige, der dazu neigt, andere Menschen verbal anzugreifen. Ich sage immer wieder, ich greife keinen an. Ich sage zu jedem, du hast recht. Die hören alle nicht zu, das wollen die nicht hören. Aber nur ein bisschen. Wenn du dich intellektuell herausgefordert fühlst, bist du derjenige, der andere versucht, intellektuell herauszufordern, um sich laufend selbst zu beweisen. Wenn du das Empfinden hast, ich wollte immer Recht haben und glaube im Besitz der apodiktischen Wahrheit zu sein, bist du derjenige, der den Fehlglauben anhaftet, seine Wahrheit sei die einzig richtige Wahrheit. Ich habe noch nie gesagt, dass ich im Besitz der apodiktischen Wahrheit bin, sondern ich sage, dass alle Wahrheiten Facetten der apodiktischen Wahrheit sind. Und Holofeeling ist dadurch weder gut noch schlecht noch richtiger. Das sind Einseitigkeiten. Du musst das komplementär dazu machen. All diese Definitionen stimmen nicht. Die apodiktische Wirklichkeit ist was anderes wie eine Wahrheit. Eine Wahrheit ist immer eine Wahrnehmungseinheit. Genau. Ich kann das natürlich auch rot machen. Dann habe ich eine W, eine doppelt aufgespannte Schöpfung, ist immer eine wahrgenommene Berechnung. H-Eid wie buchstabiert. Hebraisiert. Wenn du glaubst, ich möchte dich von irgendetwas überzeugen, bist du derjenige, der andere überzeugen will. Ich will dich von gar nichts überzeugen, du musst dich selbst davon überzeugen. Ich weise dich nur darauf hin, wie der Weg in eine höhere Ebene geht. Der Wegweiser am Anfang von Ich bin du, wo ich sage, der steht einfach da und weiß deren Wert. Entweder sprichst du darauf an oder du sprichst nicht darauf an. Dem Wegweiser ist es vollkommen gleichgültig, ob du in diese Richtung gehst, wo er weißt und ich weiß, in dich hinein. Von außen nach innen muss führen der Weg, das ist mein hilfreicher Stich. Wenn du intuitiv die unendliche und zeitlose Weisheit in den von mir verwendeten Metaphern spürst, bist du auch derjenige, in dem meine zeitlosen Weisheiten hinter den dominanten Dogmen hervorscheinen. Habe Vertrauen, diese Sonne wird deinen Paradigmanebel auflösen. Wenn du die intuitiv die Liebe verspürst, die sich zwischen über, unter und in diesen Zahlen gegenüber jedem und allem befindet, bis du es dem langsam bewusst wird, dass er selbst diese Liebe in sich trägt. Das ist IUB. Das Allumfassende, alles Lieben, ohne Ausnahme. Fange nun an, sie auch zu leben. Ich, die Stimme, die du in diesem Moment zuhörst, jetzt muss man dich wissen, du musst dir jetzt denken, du liest es, jetzt hörst du ja schon wieder Lautsprecherstimme. Bin doch nur deine eigenen Gedanken. Das ist dieses Spiel, wenn du denkst, hörst du eigentlich deine Gedankenstimme zu. Ist dir das schon mal aufgefallen? Diese Gedankenstimme ist schon was anderes wie der, der zuhört. Und jetzt haben wir zwei Zuhörer. Einer, der absolut
zuhört, ohne zu werten, und das blinde Arschloch, das zuhört und ständig aus dem, was es selber spricht, einseitige Vorstellungen generiert. Genau. Das ist jetzt sehr wichtig, dass man das checkt. Ich mache mal mein Bild wieder. Das ist die große, so beginnt eigentlich schon Ich bin du. Du musst dich erheben, was ich den Doppelschritt mache, dass du dich beim Denken beobachtest und dann wirst du feststellen, das, was du bisher Ich genannt hast, deine Stimme, es spricht die Stimme, wo du sagst, das ist meine Stimme. Du bist der, der spricht und du bist der, der zuhört. Aber du hast zwei Zuhörer. Nämlich den, der du zu sein glaubst, der zuhört und zwanghaft durch Reaktion aus diesen Worten Vorstellungen generiert. Und den, der das beobachtet, ohne darauf zu reagieren. Und der musst du werden. Und dann sage ich gleich wieder, der kannst du nicht werden, der bist du schon. Du hast es nur vergessen, weil du dich ständig mit deinen Gedanken von dir verwechselst. Und ob du das jetzt zu nutzen weißt oder nicht, das wird das zeigen. Dein ewiges Hier und Jetzt wird dir das, was man normalerweise Zukunft nennt, das streichen wir mal gleich vorne weg. Und dann wirst du merken, wie tief diese einfachen Sätze zum Beispiel in den Heiligen Schriften sind. Diese Sorge dich nicht um morgen. Es ist hundertprozentig sicher, wenn du dich um morgen sorgst. Sorgst du dafür, dass es dir jetzt scheiße geht, wegen einer Konstrukt einer Zukunft, wo was passieren könnte, wo niemals irgendetwas passieren kann. Und wenn es die Angst von dem, was normale Menschen Tod nennen, ist die Auflösung des Körpers, der du zu sein glaubst, der sich hundertprozentig sicher schon in dem Moment auflöst, wo du nicht mehr an ihn denkst. Das ist jetzt wiederum übrigens nicht überprüfbar, weil du nicht überprüfen und beobachten kannst, wenn sich was auflöst. Du kannst dir aber wieder bewusst machen, wenn dein Körper auftaucht, dass er, bevor du ihn gedacht hast, nicht existiert hat. Genau. Und diese Aussage zu akzeptieren, das ist der erste Schritt in eine vollkommen neue Welt. Und den Weg kann nur der gehen, der mich jetzt sprechen hört. Jetzt symbolisch gedacht, weil gehen kannst du ihn gar nicht, weil du ja immer hier und jetzt bist. Dieses im Blut, Blut in einer Hülle stecken, die sich ständig verändert. Die kannst du extrem erweitern. Es sind reine Vorstellungswelten. Es ist kein Science-Fiction, wo wir machen. Und immer wieder wiederhole ich, kein religiöses Geschwätz. Jegliche Art von Religion, die du dir ausdenkst, arbeitet mit Chronologie, mit Zeit, mit Vergangenheit, die jetzt gedacht wird, aus einem riesen Fundus von Möglichkeiten, der wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unendlich ist. Und versteht ihr denn nicht das Wort unendlich? Es ist ohne Ende. Und wieso ist es ohne Ende? Ein Ende, das ich mir ausdenke, zu dem gehört zwangsläufig ein Anfang, das ich mir ausdenke. Das ist das Komplementär. Aber der wirkliche Anfang, habe ich so oft erzählt, ist die Mitte. Der eigentliche Ursprung ist diese Creatio ex nihilo. Die Wahl, die Auswahl aus dem absoluten Nichts. Das zu etwas wird, sobald es nicht sich in ein Plus und ein Minus teilt, obwohl es dann arithmetisch gesehen trotzdem nichts bleibt. Das ist das Jein, das große Jein. Und das jetzt hören und das verinnerlicht haben und verstanden haben, das sind zwei Seiten. Und umso mehr du dieses Prinzip verstehst, umso mehr bist du bereit loszulassen. Weil du wirklich einmal begriffen hast, dass das Leben zurzeit nur aus Wiederholungen von Facetten besteht, weil man immer wieder dieselben Ziele, diese logischen Vorstellungen von schön, von richtig, von glücklich anstrebt. Aber ausgedachte Glückseligkeit ist keine Glückseligkeit. Die Glückseligkeit findest du im ewigen Hier und Jetzt in der absoluten Mitte, aus der alles entspringt. Und du musst dich dabei nicht langweilen, weil du jetzt eigentlich, wenn du den Sprung machst von deinem Buch, von der einen Geschichte, die du jetzt erlebst, vor das Bücherregal, hast du noch, bist du in einer unendlich großen Videothek. Und wenn nochmal die Angst weg ist, dass dir als erlebenden Geist irgendwas passieren könnte, kannst du erst richtig anfangen, die Geschichten zu genießen. Und dann wirst du merken, dass deine Logik dir schon wieder irgendwas aufzwingt, was du erleben wolltest, und du wirst dich dann schon wieder vielleicht der Superman sein wollen, was Besonderes sein wollen. Und ich sage, du hast schon wieder vergessen, dass du immer alles bist. Dass diese Spezialisierungen schon wieder einhergehen mit der Vergessenheit. Und dass das wirklich ein intimes Spiel ist. Darum sage ich, fang an. Drum ist die Vordersprache wichtig, weil die wichtig ist, das Programm, das Wesentliche zu verändern.
Ich wiederhole das nochmal. Ganz kurz, du reagierst zurzeit und machst aus irgendwelchen Situationen, reagierst du, dadurch verändert sich deine Information. Sie verändert sich auch, wenn du Worte anschaust oder wenn du Worte hörst, Geräusche hörst, das spielt keine Rolle. Aber wie sich deine Information verändert, hängt davon ab, wie du die Worte interpretierst. Im Anfang war das Wort, wir bleiben mal in dem Bereich der Dateistruktur. Das heißt, du kannst aus jedem Absatz, den du siehst, vollkommen andere Informationen machen. Das ist das, was ich immer mit der Symbolik der Sprichwörter sage. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Da bist du eigentlich schon auf einer anderen Vorstellungsebene. Das gilt aber für jeden Absatz in unserem Chat zum Beispiel, wenn ich lese. Ich kann aus den Namen, die da stehen, kann ich komplett andere Vorstellungen machen. In der Regel ist ja bei, ich sage mal, bei Filmgeistesfunken, die jetzt in so einem Chat sind, sind ja die Nicknames oder die Originalnamen, sind ja oft persönlich überhaupt nie bekannt worden, wieder normal gesprochen. Aber was sich hier rauskristallisiert, ist ein Charakter. Das heißt, umso mehr du Wiederholungen hast von irgendeiner dieser Kürzel, dieser Nicknames, sprichst du aufgrund dessen, was du jetzt aus den Worten herausproduzierst, dir selber herausgenerierst an Vorstellungen, einen Urheber, das ist der, der das angeblich reingestellt hat, den du aber schaffst. Und den sprichst du einen gewissen Charakter zu. Ich könnte zu Bezi sagen, ich könnte Ron sagen, aber das sind reine logische Konstrukte. Du musst irgendwann einmal akzeptieren, dass der, der mich interessiert, der sich alles ausdenkt, dass der der verbindende Parameter ist für alles, was er ausdenkt, aber er sich extrem limitiert durch den Intellekt, den er absolut setzt, den er zum Denken benutzt. Wo er sagt, das ist meine Logik, das ist meine Meinung. Du musst erst einmal demütig als Geist akzeptieren, dass alles, was du zurzeit intellektuell denkst, überhaupt nicht deine Meinung ist. Dein Geschmack ist nicht dein Geschmack, deine Religion ist nicht deine Religion, deine wirkliche Religion ist Holofeeling. Das ist aber eine Religion, die ist nicht von dieser Welt. Da gibt es auch keine Gruppierung oder nichts in der von dir ausgedachten Welt, auch wenn das wieder viele behaupten, weil sie es eben nicht verstanden haben und weil sie nicht dazugehören. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Und dass letztendlich wirklich jeder Mensch, den du denkst, in dem Moment entsteht, wo du ihn denkst, und er wird genauso sein, wie du ihn denkst. Man hört es einmal, ich sage, an wen es geht, es ist rein ein Verbildern und Vorstellen von Schwamminhalt, von Programmdaten. Und wenn du mal begriffen hast, dass das Internet in dir drin ist, Gott in dir drin ist, und dass da unendlich viele Internetseiten und Möglichkeiten alternative Fakten gibt, ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Und die Tatsache besteht darin, die Tat ist, dass du das jetzt denkst, ich könnte jetzt sinnlich wahrgenommen, bleibt sich gleich, ist genauso Information, dir das ausdenkst. Ob das heliozentrische Weltbild ist oder das geozentrische Weltbild, es kann sich nur einer ausdenken, der das vom Hörensagen kennt. Oder, andere Seite, es fällt ihm ganz einfach ein. Das sind die ganzen angeblich bewiesenen Entdeckungen der Naturwissenschaft. Man spielt mit was rum, man ist ein neugieriges Kind und dann kommt dir einfach eine Idee, so könnte es sein. Mein Galilei, der die Sterne anschaut und dann kommt ihm eine Idee, so könnte es sein. Oder der Hertz, der hier plötzlich elektromagnetische Strahlung entdeckt. Etwas, was du jetzt sehen kannst, die ganzen Chemiker mit ihren Atomen vor 200 Jahren von Humboldt. Er hat vor 200 Jahren entdeckt, wie ein Wassermolekül aufgebaut ist. Unser Mendeleev mit dem Periodensystem. Ihr seid Wahnsinnige. Solange du in diesen materialistischen Vorstellungswelten lebst, bist du in ein Gefängnis eingesperrt.